der Moment, wenn du Hernes machst, was droppst. Und das ist eine Patient Neglect, eine Patient Neglect. Also man muss echt mal sagen, ich habe so ein Pech mit diesem scheiß Dungeon. Ich habe... Okay, ich habe beim ersten Mal ein Demol gedroppt, was ultra lucky ist und eigentlich das Beste, was man droppen kann. Weil er wohl am wertvollsten ist und gleichzeitig am beliebtesten und ich ihn selbst auch brauche. Plus... Ja, nein, das war es eigentlich schon, genau. Genau, aber ja, das Einzige, was vielleicht noch wertvoll wäre, wären Vigor, Arex und Inz sind nicht so viel wert, Stamps erst recht nicht, Plux auch nicht, ja. Es ist einfach nur... Ich weiß es nicht. Ich finde keine Worte, das zu beschreiben. Weil es ist einfach nur so ein Scheißdreck. Na gut, ich meine, es gibt noch die Gore Necklack. Aber das ist halt der Witz dran. Ich glaube, von den drei Necklacks tatsächlich, also Patient Mantle und Gore, wäre die Gore wahrscheinlich sogar am meisten wert. Oder ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass die Gore am meisten wert ist. Oder wäre, besser gesagt. Weil die Patient Neglect ist ja nichts wert. Also mich würde es jetzt wundern. Ich muss mir da gerade wieder ein bisschen Scheiße zumachen, weil es schon wieder leckt. Also war zwar jetzt nur kurz, aber trotzdem, es fuckt schon wieder das Wort ab, ey. So. Ja, jedenfalls, auf jeden Fall ultra behindert, ey. Weil ich meine, wenn man sich einfach nur vorstellt, man stellt sich halt einfach nur vor, es könnte halt auch ein Demol gewesen sein. Und ich meine, es ist ja immer so, wenn man irgendwas in einem Dungeon droppt. Ja, es hätte ja auch ein Duzakos-Sort sein können. Bla bla bla. Schon klar, aber ja, es ist einfach so nervig. Also ich meine, bei Duzaka-Sachen, weil das Ding ist halt, ein Demol will ich jetzt selber haben, weil ich ihn ja selber brauche. Ja, aber wow. Das ist ein geiler Ancient Bow. Bringt halt auch nichts, sich darüber aufzuregen, leider. Kriegt man halt nicht mal ganz auf unseren Screen drauf. Fies Batman. Ah, der ist nur plus 8. Naja, aber die Socke sind schon nicht schlecht. Weil man sieht nicht, was beim Fusionsbow noch so drauf ist. Ja, ist nicht schlecht. 30 Milliarden ist gar nicht mal so teuer. Naja, gut, aber für 30 Milliarden würde ich den Safe nicht verkaufen, weil allein die 8 Electric S, die da drauf sind, plus die Tatsache, dass Ulti plus 8 ist, plus die Tatsache, dass auf dem Fusibone nochmal 7 Electric S sind. Es sind allein 20 Milliarden in Karten fast. Und, oder es sind wahrscheinlich 20 Milliarden in Karten plus Ulti plus 8 plus die relativ guten Erweckungen. Ja, das, der kostet safe mindestens 50. Mindestens, ich würde sogar sagen, der geht für... Könnte sein, dass er bis zu 100 kosten wird am Ende. Genau. Ja, was mache ich hier eigentlich? Ich weiß es auch nicht. Ich wollte jetzt einfach nur kurz noch auf den Shop gehen, weil jemand meinte, dass er das Geheimnis erfahren will, mit dem ich meine Sachen verkaufe, beziehungsweise wie man seine Sachen am besten verkauft. Und manche Leute fragen ja auch immer, was sind B-Karten wert und so. Und sowas habe ich zwar eigentlich schon mal vor nicht allzu langer Zeit gemacht, also es ist kein Monat her, glaube ich. Naja gut, okay, vielleicht ist es ein Monat her. Keine Ahnung, aber jetzt um die Uhrzeit ist kein guter Shop mehr. Keine gute Shopzeit. Ich meine, man muss immer bedenken, es ist unter der Woche, kein Mensch ist online. Und die ganzen AFK-Shops, Übernacht-Shops. Mich wundert sowieso, das sind relativ viele. Also mich wundert, wie viele Leute ihren PC über Nacht anlassen. Also holy shit. Hätte ich nicht gedacht, dass so viele Leute sind. Wow, 30 Mio für die Boxen. Holy moly. Simpel, ja, ganz kurze Erläuterung, wie ich meine Sachen verkaufe. Ja, und zwar... Zum Beispiel jetzt bei den B-Karten, ja, als neuestes Beispiel. Mach mal Wind. So. Drück mal auf Stückpreis. Da ist eine Wind B, oder sind 9 Stück, what the fuck, der verkauft 9 auf einmal. Okay. Tun wir jetzt immer so, als wäre es nur eine. Da ist jetzt eine Wind B für 2,9 Millionen, also 3 Millionen im Endeffekt. Und das ist die günstigste im AH, ja. Jetzt muss man halt ein bisschen, sein Hirn anstrengen und einfach nur sagen, okay, die ist im AH, man weiß nicht wie lange, aber trotzdem, sie ist im AH. Das heißt, wenn es jetzt jemand dringend brauchen würde, könnte er sich jederzeit kaufen. Tut's aber nicht. Wieso? Weil sie wahrscheinlich zu teuer ist für denjenigen, der sie kaufen will. Sprich, ich muss meine billiger verkaufen, wenn ich sie in den Shop tun will. Weil wenn du sie teurer oder für den gleichen Preis in den Shop tun willst,
Man schaut in der Regel immer ins Aha und derjenige sieht dann immer Aha, okay gut, jetzt sind es 9 Stück, das ist ein blödes Beispiel, es ist total blödes Beispiel, aber trotzdem, der sieht dann immer Aha, okay, da ist eine für 2,99 Millionen, im Shop war sie für 3 Millionen, kaufe ich sie immer Aha, weil da jetzt gerade schon mal Aha ist. Blödes Beispiel, weil so ist es vielleicht nicht immer, aber so, ich meine, so ist es immer, wenn man, ist so ist es immer, ja. Boom, verkaufte sie aus dem Aha, dein im Shop ist noch drin. Wenn du Glück hast, ist deine dann die billigste trotzdem, weil der die billigste aus dem Aha gekauft hat, bla bla bla. Aber ja, wenn ihr mir folgen könnt, einfach die Sachen billiger als im Aha machen. Ja, so simpel ist das. Und wenn ihr halt merkt, okay, ich tue sie jetzt für 2,5 Mio in Shop, ist am nächsten Tag immer noch da oder über Nacht ist sie immer noch da. Ja, muss es vielleicht für 2 Mio in Shop tun oder dann für 1,5 Mio und so weiter und so fort. Nur, man sollte aufpassen, dass man nicht zu niedrig verkauft. Zum Beispiel jetzt bei Lightning 4 Cards. Können wir kurz schauen. Vielleicht gibt es ja gerade billige. Weiß ja nicht, wie ist der Kurs gerade. In der Regel. Wow. What the fuck? Wow. Okay, es ist keine drin. Also die für 20 Mio. Ja, auf jeden Fall nicht. Und die 3% für 5 Mio. Also, what the fuck? Holy moly. Ja, egal. Jedenfalls, wenn da jetzt eine für 10 Mio drin wäre, müsste man jetzt seine, also die eigene halt für 9,5 oder für 9 Mio in Shop tun. Nur muss man halt dann abwägen, tut man sie jetzt immer noch billiger machen? Also wenn man merkt, okay, ich habe es jetzt schon ein oder vielleicht sogar 2 Mio billiger als im Aha und trotzdem kauft sie niemand, dann vielleicht einfach trotzdem warten, sie weiterhin für den gleichen Preis in Shop tun und einfach warten. Weil bei manchen Sachen ist es so, die sind zwar preiswert und es gibt auch Leute, die würden sie eigentlich kaufen, nur brauchen sie halt momentan nicht. Ja, das habe ich so oft in dem Spiel schon erlebt, ja. Ich sehe was Billiges, habe aber jetzt gerade nicht so viel Geld, dass ich jetzt sage, okay, ich kaufe es jetzt einfach mal, wenn ich es wieder brauche, hab ich's. Ja, weil hast halt einfach dein ganzes Geld ausgegeben und fokussierst dich halt jetzt zentral auf was anderes, hast aber im Hinterkopf, das könnte ich aber nach dem anderen wieder brauchen. So ungefähr. Dann würde man es theoretisch schon kaufen, wenn man das Geld hätte, hat es aber gerade nicht, deswegen kauft man es nicht. Heißt aber nicht, dass die Lightning Card zu teuer ist, es das heißt einfach nur, dass es gerade derjenige nicht braucht. Und es gibt Zeiten, in denen sinken Sachen einfach auf so einen niedrigen Preis, wo man sich echt denkt, what the fuck ist gerade los, aber es benutzt die Sachen halt gerade einfach keiner. Es braucht die Sachen gerade keiner und deswegen kauft sie keiner. So einfach ist es, das ist wie im echten Leben. Wenn es gerade einen Überschuss an Kühen gibt, weil alle, keine Ahnung, die Euter sind alle um 10% gewachsen, warum auch immer, und die geben jetzt alle 10% mehr Milch, sinkt plötzlich der Milchpreis um 5 Cent, ja? Also im Durchschnitt. Natürlich nicht von allen Milchsorten gleich, aber wisst schon, wie ich meine. Also so ungefähr funktioniert das hier genauso. Das ist, mein, das ist einfach, ja, ist einfach so. Also so schwierig ist das nicht. Das Problem ist dann bei Sachen, die eben nicht im Aha sind, beziehungsweise die im Aha nur ultra überteuert sind. Bestes Beispiel, was uns auch interessiert jetzt mit dem Mercenary, kommt ja bald. Scheiße. What the fuck? Ich bin zu dumm, du Zacker zu schreiben. Holy shot. Holy shot. Luzakas Ext, ja. Für 1,7 Milliarden, was einfach nur lächerlich ist, der Preis, weil für den Preis kriegst du halt Luzakas Crystal Ext, das ist einfach nur so behindert. Die hat ungefähr, naja, nicht doppelt so gut, aber die sind schon viel besser, also es ist einfach nur, es ist richtig retarded, wie teuer die Luzaka Exte sind. Wenn man auch sagen muss, ich habe noch nie eine gedroppt, ja, mittlerweile habe ich alles gedroppt, außer Ex, Sword und Knuckle. Mittlerweile habe ich echt alles gedroppt, außer die drei besten Sachen, das fuckt mich auch ein bisschen ab, aber egal. Jedenfalls ist es einfach nur retarded und 1,7 Milliarden. Das Problem ist, momentan ist einfach eine Flaute. Aber Axe of Furnace, 1,2 Milliarden. Die ist sogar plus, 1,2 Milliarden, die ist sogar plus 2. Und sie ist besser. Sie ist in jedem Punkt besser. Und das ist einfach nur, das ist so ein Joke. Das ist einfach nur, ich weiß nicht ganz genau, woran das liegt. Hier ist Sword of Furnace für 250 Mio. Also. Kauft euch ja kein Luzakas, das ist die Abzocke des Jahrhunderts. Ach so, Moment mal, hören es jetzt. Aber ich, okay, jetzt habe ich auch einen Denkfehler gehabt. Ich meinte eigentlich Queens. Aber ist ja egal trotzdem, ja. Ich meine, es ist 20 Level höher. Müssen wir uns eigentlich bei Queens schauen. Ja, es war jetzt ein bisschen fail. Aber ist es ist vom Prinzip her trotzdem das gleiche. Dann habt lieber, ich höre jetzt gleich in DC, weil ich oben. Ha!
Moment. Ah, mein Gott, also manchmal regt es so auf, Alter. Ohne Scheiße, jetzt nicht drauf geachtet, dass wir drüben drüber kommen. Also, bei Queens jetzt. Da, trotzdem 1,29 Milliarden, fast genau der gleiche Preis wie Hörnes, 100 Mio teurer. Und die andere Hörnes 6 war plus 2 und ist besser, aber 15 höher. Aber trotzdem, es ist halt ein Witz, weil die X kostet 500 Mio, was einfach nur extrem viel Geld ist. Wenn man es, egal wer man ist, ja, 500 Mio ist einfach ein ordentlicher Batzen Kohle. Kostet die einfach mehr, die ist 5 Level später und ist besser. Und kostet 500 Mio weniger. Nur weil die Luzaka-Ex weniger gedroppt wird. Was einfach nur ein Joke ist. Und bei solchen Sachen ist das Problem, wenn jetzt zum Beispiel keine MAH ist, ja, dann hast du keine Ahnung, wie viel du die verkaufen kannst. Das Ding ist, bei solchen Sachen muss man einfach, entweder man lässt offern, was meiner Meinung nach die beste Methode ist. Jetzt zum Beispiel bei, ja, zum Beispiel bei Ancient Exes, weil die sind nicht mal MAH, die werden niemals MAH sein. So, teuerste sind sowieso die Bows, glaube ich. Ach, jetzt fuck doch nicht auf. Junge, Junge, Junge. Der Ancient Sword ist drin, aber mit dem Level trägt man keinen Sword mehr. Naja, egal. Jedenfalls Ancient Exe, sagt man jetzt, kosten so 2 bis 3 Milliarden. Vielleicht sogar noch mehr clean. Ist sowieso auch mega der Joke. Aber egal. Jedenfalls, man weiß ungefähr, was die mal wert waren. Man weiß es aber natürlich nicht aktuell, weil ich meine, es kann sich immer wieder verändern. Vielleicht kosten sie gerade 5 Milliarden, vielleicht kosten sie gerade 100 Mio. Gut, ist jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber ihr wisst schon, was ich meine. So ungefähr. Und da, also ich empfehle immer offen zu lassen. Was man natürlich auch machen kann, man kann sich einfach selbst einen Preis setzen und den dann auch stetig absinken. Also im Endeffekt genau das gleiche wie mit Maha, nur dass du den Preis jetzt selber bestimmst, ja. Dabei ist halt das Problem, vor allem bei Anfängern, wobei ihr werdet jetzt niemals so Sachen haben wie das Ancient X. Also die Sachen, die man als Anfänger droppt, sage ich jetzt mal in der Regel Setteile und sowas, sowas ist immer MAH. Also da kann man sich immer orientieren, wo so der Preis liegt. Aber ich meine jetzt nur auch in Zukunft dann, setzt man sich entweder selber einen Preis oder lässt offern. Ja, und beim selber den Preis setzen ist halt das Problem, man braucht halt ein bisschen Hintergrundwissen, was war es wann mal wert. Weil du kannst nicht einfach einen Preis setzen, wenn du keine Ahnung hast, für was das Item jemals verkauft wurde, weil dann kannst du keinen Preis setzen. Genauso wie mit Equip ist auch das Problem, also genau das gleiche eigentlich, weil man da einfach sagen kann, du hast das gezahlt, ja, jetzt sagen wir mal, du siehst, es verkauft momentan kein Mensch Cruiser-Set, ja, dann kannst du sagen, okay, nehme ich den Preis, den ich gezahlt habe und mach, puh, sag mal, 3 Milliarden mehr. Ja, und ich merke, also mach's halt einfach, verdammt nochmal, als Current Offer, ja, lügst sozusagen, weil das offert ja eigentlich gar keiner. Und sagst dann trotzdem Leaf Offer. Und wenn du dann merkst, okay, kein Schwein offert mehr, kein Schwein ist überhaupt interessiert an dem Set, dann muss man vielleicht auch wieder runtergehen, ja. Weil bei Sets ist es auch einfach so, man lässt ja in der Regel immer offern. Außer jetzt wirklich bei richtigen schlechten Sets, also schlechten Anführungszeichen, halt einfach nur plus 3 oder so. Kannst ja nicht schlecht für so viel verkaufen, aber tut man eigentlich auch nicht in Shop. Eigentlich lässt man bei sowas immer offern, bei so voll equipped Sachen, außer es wirfst einzelnes ein Schild oder so, tust für 2 Milliarden in den Shop und schreibst Leaf Offer oder sowas. Also man fährt am besten mit offern lassen. Das einzige Ding ist halt, man braucht halt Geduld, weil da ist es halt genau das gleiche. Wenn es momentan kein Mensch braucht, dann ist halt auch einfach nur RIP, weil dann ist einfach blöd gelaufen. Mein Bow ist Feuer. Achso, Saraki muss ich noch antworten wegen dem DC. Aber vielleicht ist es der sogar, keine Ahnung, Orangensaft, Alter, der Char-Name. Naja, aber jedenfalls, ich hoffe mal, das hilft jetzt so ein paar Leuten, sich ein bisschen zu orientieren auf dem Marktplatz, weil das ist auch so eine Sache, die ich immer wieder gefragt werde. Und ich meine, natürlich ist es blöd jetzt für Leute, die wirklich jedes Video schauen oder viele Videos schauen, weil die hören es immer doppelt und zehnfach. Aber ich meine, wenn es halt immer wieder neu gefragt wird, ich meine, ich kann es dann einfach nicht weiterhin ignorieren. Irgendwann muss ich es halt dann trotzdem nochmal ansprechen, deswegen, ja, Feuer. Ja gut, aber können wir das ja auch mal ansprechen. Also wer sich schon immer gewundert hat, warum leuchtet mein Bow Leader oder allgemein Bows mit Feuer, das liegt daran, dass, was mich persönlich, also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich da aufgekotzt habe, vor allem ich habe 2 Elite Changes auf den Bow gehauen, ich bin so triggert gewesen, ey. Also, auf dem Bow war ursprünglich,
Ich weiß es gar nicht mehr. Wind war, glaube ich, drauf, oder? Wind oder Erde war drauf. Jedenfalls habe ich mich aufgeregt, dass der so behindert leuchtet. Ja, aber ich habe mir gedacht, das liegt am Element. Mache ich halt Blitz drauf, ja? Weil ich wollte halt diese coolen Blitze gleichzeitig mit diesen schwarzen Blitzen. Weil bei Feuer und Blitz ist so, ab plus 16 oder... Ja, ich weiß nicht, ab plus 14. Irgendwann kommen einfach so schwarze Blitze und schwarze... Ja doch, bei Feuer ist auch Blitze. Es kommen so schwarze Blitze dazu. Das sieht richtig sick aus. Das Problem ist, das ist nur bei Einhandwaffen. Ja, bei Zweihandwaffen ist das nicht so. Weil bei Zweihandwaffen ist es so, sobald die fusioniert werden, haben die einen anderen Glow-Effekt. Warum auch immer. Das ist halt einfach so gemacht. Keine Ahnung, dass halt Zweihandwaffenspieler einfach Vollidioten sind und schlechtere Elemente haben so ungefähr. Nein, Spaß. Aber es ist richtig behindert, weil das ist halt Feuer. Das ist Feuer und es sieht halt aus wie Erde. Dead guy, Alter. Holy fucking shit, Mann. Ja. Ist einfach nur mega komisch. Und ja, das regt mich persönlich übrigens auf. Und eine Sache, die mir jetzt noch aufgefallen ist, ohne Witz, müssen wir mal kurz Optionen gehen. Stellen wir es mal alles nochmal hoch, um es wirklich nochmal zu überprüfen. Ups. So. Bei Schatten hätte ich jetzt auch niedrig lassen können. Aber ohne Scheiß. Das ist mir gestern aufgefallen und ich weiß nicht, entweder habe ich das in all den Jahren nicht mal bemerkt oder die Grafik von Flife ist einfach nur Grottenscheiße. Also, ihr seht jetzt auf die Brücke, ne? Also es ist mir wirklich hier aufgefallen, weil hier sieht man so extrem. Schaut euch das mal an. Hier ist es, ich sag jetzt mal, High Definition und hier ist einfach nur verpixelt wie die Hölle. Und jetzt schaut euch an, wenn ich die Kamera bewege. Wie dann der Pixelteppich sich auflöst. Also das ist mir noch nie in meinem gesamten Leben aufgefallen. Und wenn ich so laufe und die Kamera auf der gleichen Höhe habe, das ist so retarded, ey. Ohne Scheiß. Und mir ist es halt nie aufgefallen. Das ist halt was ohne Scheiß. Vor allem, ich habe das Gefühl, ich krieg Augenkrebs, wenn ich das beobachte. Ohne Scheiß, das ist so krass. Ey, ihr müsst es mal selber machen. Also jetzt mache ich gerade den Bug mit dem Ost-Flaris, Zentral-Flaris. Das spammt mich zu. Aber ja, einfach nur crazy. Also wirklich, wenn ich da länger drauf schaue, ich habe das Gefühl, meine Augen fallen raus. Es ist so krass einfach nur. Aber ja, ich glaube, ich bin einfach nur hobbylos mittlerweile, dass ich auf so eine Scheiße achte. Aber es ist wirklich crazy. Also auf sowas achte ich halt einfach nicht. Keine Ahnung. Lohnt es jetzt überhaupt noch in den Tower zu gehen? Ich wollte noch ein bisschen leveln zum Abschluss. Oder jetzt sind wir eh schon bei wieder fast 20 Minuten oder so. Ja, scheiß drauf. Gehen wir noch ein bisschen Tower. Können wir noch ein bisschen Scheiße labern. So, wir haben natürlich auch keine Party. Leider. Selbstverständlich um diese Uhrzeit. Egal. Ja, das war es eigentlich, was ich so erzählen wollte. Genau, dann Serverwartung war ja auch noch gestern, habe ich gar nicht mehr angesprochen. Ne, vorgestern war es für euch. Das wurden nur beim Secret Drop Event. Ich weiß nicht ganz genau, was das bedeutet. Mich hat schon jemand deswegen angeschrieben gehabt. Irgendwie, dass die Drops neu oder zufällig verteilt werden oder so. Also keine Ahnung, was ich jetzt so von dem Gespräch mit diesem Typen, der mich angeschrieben hat, wie gesagt. Ah, oh, nice, Blinkwing auf Vulcan. Die brauche ich sogar, ja. Ohne Scheiß. Wenn ihr Blinkwing auf Vulcan habt und die nicht braucht und in den Müll werfen wollt, schickt sie mir. Ich brauche die nämlich. Also ich, ja, was heißt, ich brauche sie. Ich benutze sie, sagen wir es mal so. Müsst ihr nicht. Jedenfalls... Es ist so, dass die Drops jetzt anscheinend, also so wie es mir gesagt wurde, also mich interessiert das persönlich eh nicht, weil ich mag das Event nicht. Also das Secret Drop Event, das Level Up Event ist ganz cool eigentlich. Und das Secret Drop Event. Ich meine, das ist auch nicht schlecht, aber keine Ahnung, ich habe da nie so wirklich den Fun gesehen. Habe ich auch, glaube ich, schon oft genug gesagt. Eigentlich bei jedem Secret Drop Event sage ich das. Jedenfalls, dass die Drops irgendwie jetzt random verteilt werden. Das heißt, wenn jetzt, also wie gesagt, so soll es wohl sein, verbessert mich, wenn ich falsch liege, dass du jetzt um 2 Uhr beim, also es steht dann immer da, Secret Drop Event wurde gestartet, wenn die Drops resettet werden sozusagen. Drops jetzt hier zum Beispiel bei Gorgoth 120, Drops jetzt zum Beispiel eine so eine Box, wo diese G-Products und so drin sein können, ja, und um 3 Uhr gehst du wieder hin und Drops plötzlich eine Q-Amp. Ja, obwohl das technisch gesehen nicht möglich sein sollte, weil die sozusagen High-Tier-Drops, die droppen nicht bei den gleichen Monstern.
Oder sollten zumindest nicht bei den gleichen Monstern droppen. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch das gemeint, dass jetzt alles überall droppen kann. Vollkommen egal wann und wie und wo, was weiß ich. Aber ich denke mal ja nicht, weil das wäre ein bisschen crazy. Dann würden die tausende krasse Items einfach so auf dem Server pumpen. Das machen die nicht. Denke ich zumindest nicht. Aber ja, jedenfalls so ist das, denke ich mal, oder wie gesagt, gemeint gewesen. Mich persönlich aber wie gesagt interessiert das nicht wirklich, weil es ist mir so scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Es geht mir so hart am Arsch vorbei. Ja, weil ich habe einmal so eine Box in Rathesia gedroppt. Ich weiß nicht, ob es bei den Rabbits war oder bei irgendeinen anderen Mobs. Es könnte auch bei den Turtles gewesen sein, bei den Turtle Fighters, glaube ich, bei denen die Boxhandschuhe, bei den Teenage Mutant Ninja Turtles war das. Nee, ich glaube, es war sogar echt bei den Rabbits. Ich glaube, ohne Scheiß, das war... Ja, ohne Scheiß, ich bin nicht echt behindert. Das war sogar mit dem Char hier. Das waren diese Volcano-Card-Boxen und Ocean-Card-Boxen, genau. Da habe ich sogar mehrere gedroppt. Genau bei Cannabis, bei Mammuts habe ich Ocean-Card-Boxen gedroppt. 7%. Und bei Rabbits habe ich dann die Volcano-Card-Boxen gedroppt. Und da war es so, das war immer gleich, weil es war über 2 Tage hinweg. Da habe ich mit Amps gelevelt, weiß ich noch. Schande über mich. Ja genau, und da habe ich die immer gedroppt. Da habe ich ungefähr 3-mal Volcano und 2 oder... Nee, andersrum. Ich hatte 2-mal oder 1-mal Volcano. 1-mal Volcano habe ich die 7% Karte bekommen. Die ist dann natürlich seengebunden, deswegen liegt die hier noch im Inventar, weil ich die Scheiße niemals benutzt habe. Kann ich nicht in den Müll werfen, aber scheiß jetzt mal drauf. Ein Inventarplatz ist jetzt nicht so schlimm. Aber ja, hatte ich irgendwie, also ich weiß nicht, bei den Ocean Card Boxen, ich bin so ausgerastet, weil ich habe so im Gen-Chat noch gefragt, weil damals wusste ich noch nicht so viel über Secret Drop Event, weil das war jetzt das zweite oder so, wo ich gespielt hatte, also wo ich aktiv gespielt hatte und so. Und da habe ich gefragt, wie hoch so die Chance ist, in den Boxen dann tatsächlich die Karte zu bekommen, weil der Sinn von der Box ist ja, dass du die Karte bekommst. So, ich bin gar nicht Leader von der Party, fuck it. Dela, der Dip Boy, hat die mir weggesnackt. Und da hieß es halt, ja, dass die Karte zu bekommen ist eigentlich relativ unwahrscheinlich. Ach, fick dich doch. Ah, Junge. Holy moly. Partyname ist schon in Verwendung. Hätte ich einfach nur irgendeine Scheiße auf der Tastatur gedrückt. Jedenfalls, dass die Karte halt relativ unwahrscheinlich bekommst. Weil es gibt es natürlich auch als Lightning Card Boxen. Dementsprechend natürlich Lightning Card 7% Boxen. Lightning Card 7% sind, waren gerade keine im AHA übrigens. Ja, also safe über 1 Milliarde wert. Und... Oder wahrscheinlich so ungefähr 1 Milliarde wert. Die waren mal 700 Mio wert, aber vielleicht ist es jetzt auch gestiegen. Dadurch, dass gar keine MH ist, könnte es sogar sein, dass die momentan echt richtig teuer sind. Aber egal. Jedenfalls, dass die Karten halt relativ unwahrscheinlich sind. Ich hatte halt 3 Ocean Boxen. Und, ja, mein Glück wieder. Vor allem in dem Fall wirklich Glück. Ich krieg 3-mal die Ocean 7%, ja. Da habe ich mich richtig gefreut, ja. Und die habe ich auch alle, weil ich mich so sehr gefreut habe, alle direkt in die kleine Mülltonne hier gezogen. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich da ausgerastet bin. Weil zu dem Zeit... Das ist das Lustige. Ich bin nicht mal da ausgerastet, weil da dachte ich mir noch, ja, was für eine Scheiße, das sind ganz normal scheiß Boxen, öffne ich halt, da ist eine scheiß Ocean Card drin, werfe ich in Müll. Ja, das Problem ist nur, später habe ich dann eben diese Volcano-Dinger gedroppt und in der ersten Volcano-Box, die ich gedroppt habe, waren 30 G-Products drin. Oder 25. 30 oder 25, weiß nicht mehr genau. Oder vielleicht auch nur 20. Auf jeden Fall so... Was halt an G-Products drin ist, ist jetzt auch schon wieder, wann war das, November letzten Jahres oder so, ein halbes Jahr oder so, ja. Naja, einfach nur so mega retarded, weil ich hatte jetzt sozusagen übelstes Glück, wo ich einfach überhaupt kein Glück haben wollte, weil die scheiß Dinger, die scheiß Karten sind der wertloseste Scheiß, den du bekommen kannst, weil erstens sind sie seengebunden und zweitens sind scheiß Ocean-Karten, ja, die will kein Mensch haben. Oder nur sehr, sehr wenige Leute und diese Leute zahlen auch sehr, sehr wenig dafür. Aber ja, es war einfach nur mega behindert und zu dem Zeitpunkt, wo ich die Karten dann, die Boxen hatte und nur Scheiße rausbekommen hat, habe ich mich noch nicht richtig darüber aufregen können, weil ich ja noch nicht wusste, dass da G-Products drin sein können. Und dann hatte ich die G-Products und dann war es vorbei. Dann war ich einfach nur noch mad. Da war der... Jetzt fällt mir nichts Lustiges ein. Ja, ich war einfach angepisst. Sagen wir es auf gut Deutsch. Und dann habe ich noch eine gedroppt, ja, voll hyped und kriege natürlich noch eine Karte. Ja. Es ist lustig, wann ich mal Glück habe, ja. Weil wenn ich mal Glück habe, ist es genau der Zeitpunkt, an dem man kein Glück haben darf. Weil man, wenn man Glück hat, also Scheiße bekommt. Also es ist behindert, ja. Es ist mega behindert. Einfach nur retarded.
Naja. Übrigens noch zur Lordwahl, was mir gerade einfällt. Ich bin Zweiter geworden tatsächlich nur. Also war wahrscheinlich der Dingens, wer schon gar nicht mehr wie er heißt. Irgendwas mit D. Delusion? Ich weiß es halt echt nicht mehr. D. Nee, Defekt war es nicht. Defekt war irgendjemand anders. Wer war Defekt? Weiß ich nicht mehr. Alter, wie hieß denn der Kerl nochmal? What the fuck? Das war halt vor 3 Tagen. Ja, ist ja scheißegal, wie der hieß. Irgendwas mit D, ihr kennt ihn schon. Der Kerl, der die ganze Zeit gespammt hat, dass ihr ihn erst dort wählen sollt. Und anscheinend habt ihr Schwerverbrecher das auch gemacht. Ihr habt alle nicht mich gewählt, ja. Message angekommen. Message angekommen, ja. Naja, ich werde Zweiter. Von 3. Aber hat mich nicht gewundert, weil Stimmen haben... Oh, shit. Stimmen haben eh nicht ausgereicht. Also es war ja kein Lord, wurde ja kein Lord gewählt. Was mich aber auch ehrlich gesagt nicht überrascht hat, weil ich habe ja schon gesagt, vor ein paar Tagen, dass es mich... Nice, Lightning 4, also ohne Scheiß, mein Luck in letzter Zeit. Also trotzdem, ja, ich meine, auch wenn ich jetzt wieder mit der Patient Neglect halt übelstes Pech hatte, weil man sagen muss, übelstes Pech ist vielleicht auch falsch formuliert, weil ich meine, ich habe am Wochenende, am Sonntag, ja, da habe ich ja, habe ich euch ja erzählt gestern, ich habe ja irgendwie, also ich habe wirklich morgens um 9 an einem Sonntag, ich um 9, aber ich konnte nicht mehr schlafen, ich bin aufgewacht, konnte nicht mehr schlafen. Und hab mich dann halt am PC gehockt, hab ja die Dungeons gemacht, 1,5 Stunden. Später, also während diesen 1,5 Stunden, also ich habe die Dungeons gemacht, das ist ja auf Cooldown. Und dann habe ich währenddessen Filme geschaut oder Sendungen geschaut. Neuesten Folgen Vikings, Supernatural und so. Bei Supernatural kommt wieder keine Folge. Scheiß 2 Wochen Pause schon wieder, da regt mich so auf, ey. Scheiß Staffelfinale sind 3 Folgen und die Pisser machen noch eine 2 Wochen Pause. Könnte ich so eskalieren wieder. Aber egal. Wenigstens startet Game of Thrones bald. Aber trotzdem. Bleiben wir beim Thema. Jedenfalls war ich da die ganze Zeit mit einer PSF von einem Gildenmember, auch richtig nice von ihm, weil ich war wirklich den ganzen Tag in seiner Party. Na gut, später dann hat Party-Lead gewechselt, aber der hatte dann auch PSF und der war auch ein Gildenmember, von daher war es, ja, im Endeffekt doch die gleiche Party. Und da war wirklich den gesamten verdammten Tag so oft Hörnes, Queens und Travnok gemacht, wie es nur ging. Und hab halt, ich habe Waffen gedroppt, ich habe ein Big Sword gedroppt, ich habe sogar ein Lusaka Sword Queen Sword gedroppt, ja, was mir noch nie passiert ist. Ich weiß auch noch nicht, ob das verkauft wurde. Muss ich mal mit Dealer dann schauen. Oh, ein Ancient Schild, nice. Jedenfalls den ganzen Tag gefarmt und ich habe nichts in Hörnes gedroppt. Die ganze Zeit mit doppelter Chance im Endeffekt. Also Party Skills, alles war an. Bei jedem einzelnen Dungeon, ja, nicht einmal ohne. Und habe tatsächlich nicht einmal was gedroppt, also und jetzt ohne PSF wieder, also es war vorhin, das war sogar in der Party, in der ich gerade drin bin, also es war vor einer halben, ich meine, ich habe die Folge doch damit gestartet, man, natürlich, oh man, ich bin so, ich sollte das Spiel einfach nicht mehr aufnehmen, man, ich laber so viel Scheiße, holy shit, ich meine, ich habe damit die Folge gestartet und ich habe es schon wieder vergessen, fuck it, jedenfalls, ja, ohne Party-Skills droppe ich halt was und mit halt wirklich, es waren, ohne Scheiße, es waren mindestens 10 Runs, die ich am Sonntag gemacht habe und halt einfach wirklich nicht einmal Schmuck gedroppt im Hörnes. Also, da muss man schon sagen, ist die Chance darauf extrem gering. Also so gesehen muss man sagen, ist schon Luck gewesen, dass ich überhaupt was drop schmuckmäßig, aber dann halt wieder eine Patient Neglect. Also wenn 2 von 3 waren jetzt Neglect und dann das Problem ist noch, 2 von 3 waren schlechte Neglects. Wobei ich sag mal, die Mäntel habe ich für 50 Mio oder so verkauft, also ich meine, besser ist ein Queen's Wand oder in dem Fall Hörnes Wand oder Wand, also irgend so eine Scheiße halt. Ich meine, immerhin noch besser ist das, aber Patient Neglect, Alter, FP, kein Mensch auf der Welt braucht FP, ja. Weil selbst wenn es FP im Real Life geben würde, es bräuchte kein Mensch, weil es einfach so eine Scheiße ist. Das ist wie im Real Life, fettige Haare ungefähr. Oh, Plain Boots F. Oh, nice one. Ja, sieht man mal, wie gut ich wieder drop hier. Nice. Ja, aber Tower ist echt gut zum Setteile und Questies farmen und so für Petfood. Da ist der Tower echt nice. Aber ansonsten ist der Tower mega scheiße. Geht nicht in den Tower, der Tower ist scheiße. Alter, holy shit, man, what the fuck. Ich droppe so viel Sachen. Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach nee, es war ein Blinkwing. Ich dachte jetzt nochmal, holy shit, innerhalb von 5 Mobs 3 NPC-Sachen. Dropraten hin, Erhöhung hin oder her, jetzt wäre es einfach nur ein bisschen lächerlich geworden irgendwie. Weil ohne PSF droppt man dann doch auch nicht mehr so ultra viel. Eigentlich. Aber egal. Ja gut, ich würde sagen, mach mal Feierabend. Die Folge ist eh lang genug. Ich würde noch ein bisschen talken. Jetzt habe ich schon wieder
zu viel gemacht. Egal. Jedenfalls, ich hoffe mal, das Maha hat jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Oder zumindest so mach's halt ich. Ja, also viel mehr Tipps kann ich euch nicht geben, weil so mach's ich halt. Und für mich funktioniert es eigentlich ganz gut so. Ich meine, es passiert, dass man was unter Wert verkauft. Es ist halt so. Mein Gott, es ist passiert halt, ja. Kann im Real Life genauso passieren. Du stellst deine PS3 auf eBay, machst sie für 250 rein. Nächste Woche sind alle PS3s der Welt ausverkauft und du könntest sie für 10.000 Euro verkaufen. Ich meine, passiert. Ich meine, es sind Sachen, die passieren halt einfach. Ja, ich meine, ist halt Bad Luck Brian einfach am Start dann. Wer den noch kennt. Und ja, das ist halt einfach verkackt. Ja, ich meine, passiert halt. Aber ich meine, es ist nur ein Spiel. Von daher, wenn man da jetzt nicht wirklich fett verkackt, so irgendwie um 100 Milliarden, weil 100 Milliarden, wenn du die rauscashen würdest, was man eigentlich nicht darf, aber wenn man die rauscashen würde, wären halt 100 Tacken oder so, mindestens. Also, ich meine, 100, also mit Flife kann man schon Fettkohle verdienen, so gesehen, ja. Was natürlich nicht ganz legal ist, aber ich meine, wenn du alles rauscashst, kannst du dir scheißegal sein, ob deine Accounts danach gebannt sind, weil das Zeug hast du dann nicht mehr und das Geld ist auch rausgecashed, von daher juckt es dich ja eh nicht, aber mein nur. Also, theoretisch, Flife ist schon eine teure Angelegenheit, das heißt, so 100 Milliarden wären schon ganz schön. Das wäre ganz schön zaster. Eigentlich, ohne Scheiß, mein Ancient Bow, soll ich den einfach mal für einen Huni verkaufen? Ja, weil da kriege ich mehr als einen Huni, da kriege ich doch safe 200 Tacken dafür, Alter. Shit. Ich sollte nicht darüber nachdenken, sonst mache ich es am Ende noch und laufe damit so einem Bimbo-Bow. Nein, Joke. Also den würde niemand abkaufen, glaube ich. Und dann würde man nur gescampt werden. Das ist auch so eine Sache bei solchen Sachen. Ich meine, ich sehe es ja, warum man es machen würde und ich sehe auch da ist wirklich der einzige Punkt, wo ich sage, okay, scheiß auf die AGB. Ich meine, ich habe so viel Kohle in das Spiel verkauft, ich will das Geld zurückhaben, so ungefähr. Okay. So viel Kohle in das Spiel gekauft, habe ich das gerade echt gesagt? Wenn ja, dann fuck me. Jedenfalls, da würde ich es verstehen, aber auch nur da, weil sonst Perrin kaufen und so. Also ich finde halt einfach, das Risiko ist zu groß, weil wenn du rauscashst, ist das Ding, deine Accounts sind weg. Juckt dich nicht. Wenn du reincashst und deine Accounts sind weg, das juckt dich schon, weil dann ist dein Geld weg und dein Account ist weg. Plus die Items, die du gekauft hast, oder Perins in dem Fall. Ja, ich meine, da bist du triple fucked, ja. Oder naja, gut, eigentlich nur double. Also da bist du double gefuckt, ja. Aber wenn du rauscashen willst und eh keinen Bock mehr aufs Spiel hast und dann auch noch die Kohle bekommst und dann erst deine Accounts wechseln, ist es dir so, da bist du nicht mal einfach fucked, ja. Da gehst du mit einem fetten Grinsen raus, Alter. Gönnst dir erstmal einen Kleinwagen von deinem Equip, ja. Oder Ben gönnt sich ein Audi A8 oder so von seinem Equip. Also, ist alles möglich. Also. Aber egal, ich glaube schon wieder zu viel Bullshit. Torino. Aber ja, ach ja, genau, mit den Sachen, wo ich gesagt habe, dass ihr in die Kommentare schreiben könnt, was ihr euch noch so interessiert oder so. Red Meteo Solo Run, Colisoim Run, yo, alles klar, mache ich mal alles schnell. Also ich meinte eigentlich so etwas realistischere Sachen oder eben sowas mit der Shopmap jetzt, solche kleineren Sachen oder so, die man jetzt mal gut ansprechen kann, wenn man viel Zeit hat und so. Aber ihr übertreibt da gleich wieder komplett. Ey, Red Meteo Solo, Alter. Fuck off, Mann, der one-hittet mich halt. Der nimmt mich, bricht mich in zwei Teile, trinkt mich aus, steckt mich wieder zusammen und verprügelt mich. Ja, so ungefähr nimmt er mich ran. Nein, er frisst mich einfach, er ist ein fetter Drache. Ja genau, er frisst mich einfach, Alter, holy shit. Also, ohne Scheiß, man, Red Meteo Solo am Arsch. Nein, ist ohne Witz der. Außerdem hat er einen One-Hit-Spot und ich weiß nicht, wo der ist. Das heißt, ich würde so oder so sterben, weil ich keine Ahnung habe, wo der Spot ist. Und dann One-Hittet er mich so oder so, vielleicht würde ich sogar überleben. Aber egal. Jedenfalls, danke fürs Einschalten, macht's gut, haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.